Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten heute vom 27. Januar. Der Sozialplan für die 460 Vestas-Mitarbeiter in Lauchhammer steht. Am Donnerstag sind die Mitarbeiter gestaffelt in 4 Belegschaftsversammlungen über die ausgehandelten Details informiert worden. Konkret ging es um die Höhe der Abfindungen, Kündigungsfristen, aber auch um mögliche Zulagen bei Wechsel in ein anderes Vestas-Werk oder Umschulungen. Seit Wochen hatten der Betriebsrat und die Gewerkschaft mit der Geschäftsleitung des Konzerns um den Sozialplan gerungen. Die Mitarbeiter befinden sich seitdem in einer bezahlten Freistellung. Vestas hatte die Produktion von Rotorblättern bereits im Dezember eingestellt. In den nächsten Wochen werden die letzten noch vorrätigen Flügel ausgeliefert. Jährlich am 27. Januar wird bundesweit in zahlreichen Gedenkveranstaltungen den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Der Internationale Gedenktag für die Opfer des Holocaust am 27. Januar ist in Erinnerung an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz ins Leben gerufen worden. In Schwarzheide fand dazu die zentrale Gedenkfeier des Landkreises OSL statt. Internationaler Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Damit wird alljährlich am 27. Januar der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz gedacht. Der Landkreis Oberst-Privat-Lausitz erinnerte an die getöteten Frauen, Männer und Kinder in einer zentralen Veranstaltung. Landrat Sigurd Heinze, die Kreistagsvorsitzende Martina Gregornes und BASF-Geschäftsführer Jürgen Fuchs legten dazu am Donnerstag am Gedenkplatz für die Opfer des KZ-Außenlagers in Schwarzheide einen Kranz nieder. Die damalige Brabak in Schwarzheide produzierte bis 1945 synthetisches Benzin als Treibstoff für den Krieg. Vor allem tschechische Juden wurden dazu in einer Außenstelle des KZ Sachsenhausen zur Zwangsarbeit gezwungen. Mehrere hundert von ihnen starben dort und bei einem Transport in das KZ Theresienstadt. Kranzniederlegungen zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gab es unter anderem auch an den Gedenkstätten im Schlosspark in Senftenberg und in Lauchhammer. Die BASF Schwarzheide wurde von der IHK Cottbus als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Dazu erhielt sie an diesem Mittwoch das Siegel für exzellente Ausbildungsqualität. Gewürdigt wurden damit auch das Engagement in der Berufsorientierung, das zeitgemäße Azubi-Marketing und die hervorragenden Ausbildungskonzepte. Laut IHK-Präsident Jens Warntgen habe das Unternehmen seit 1990 mehr als 1.800 Nachwuchskräfte ausgebildet. Insgesamt verfüge der Standort über 76 Jahre Ausbildungserfahrung. Angeboten werden in Schwarzheide 10 Ausbildungsberufe und mehrere Studienabschlüsse. Woher stammen unsere Tischsitten und wie haben sich unsere Tischsitten über die Jahrhunderte verändert? Das vermittelt eine Führung im Museum Schloss und Festung Senftenberg. Unter dem Titel »Die haben Manieren« erklärt Kurator Marco Wachtel, wie die heutige Tischkultur mit ihren verschiedenen Besteck-, Gläser- und Tellervariationen entstanden ist. Die Führung findet am 30. Januar um 15 Uhr statt. Um eine Anmeldung per E-Mail oder telefonisch wird gebeten. Die aktuelle Ausstellung vom Essen und Fressen rund um das Thema Essen ist übrigens noch bis 27. Februar im Museum zu sehen. Und nun weitere Nachrichten in unseren Kurzmeldungen. Das Gütesiegel Mein Vermieter warnt vor steigenden Kosten für Miethaushalte im OSL-Kreis. Grund seien die Klimaschutzziele der Regierung und die daraus folgenden Sanierungen. Nach einer Studie des Pestel-Institutes Hannover müssten Wohnungseigentümer dafür bis 2045 jährlich rund 228 Millionen Euro investieren. Diese Kosten dürften nicht auf den Rücken der Mieter abgeladen werden. Der Stadtweihnachtsbaum in Lauchhammer steht noch bis zum 2. Februar. Das entschied die Verwaltung nach einer Abstimmung in sozialen Netzwerken. Am 2.2.22 feiere die katholische Kirche das Fest der Darstellung des Herrn oder Maria Lichtmess. Traditionell sei es üblich gewesen, an diesem Tag die Krippe und den Weihnachtsbaum aus der Wohnstube zu entfernen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis OSL ist am Donnerstag auf rund 745 gestiegen. Insgesamt gab es seit Mittwoch 264 neue Fälle. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Menschen stieg auf 356. In Spree-Neiße lag die Inzidenz bei 651 und in Elbe-Elster bei 414. Mehr Sportunterricht, weniger Bürokratie in der Nachwuchsarbeit und
keine Sportverbote mehr. Das sind drei der Forderungen des jüngsten Bundesjugendtages im Deutschen Fußballbund. Laut DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann habe der Lockdown gezeigt, welch geringe Bedeutung der Breitensport an entscheidenden Stellen genieße. Deshalb müsse Kindern und Jugendlichen täglich Spiel und Sport angeboten werden. Dafür sollten sich Vereine als Partner der Schulen verstehen. Fußball habe dabei ein besonderes Potenzial als weltweit beliebteste Sportart mit einfachem Regelwerk und einem niedrigschwelligen Zugang. Zudem fordert der DFB, Kinderrechte ins Grundrecht aufzunehmen. Soweit unsere Meldung. Hier folgt jetzt noch der Polizeibericht. Eine Verfolgungsjagd endete Donnerstagmorgen auf der A13-Anschlussstelle Ruhland. Dort stoppten Beamte einen gestohlenen Pkw. Zuvor hatten Polizisten bei Dresden insgesamt drei in Westdeutschland gestohlene Fahrzeuge bemerkt. Die Autos waren vermutlich auf dem Weg Richtung Osteuropa. Für einen der Wagen endete die Tour nun in Brandenburg. Im Einsatz waren Kräfte aus Sachsen und Brandenburg. Unterstützt wurden sie von Polizeihubschraubern. Laut Medienberichten konnte der Fahrer flüchten. Das waren die Nachrichten und jetzt gibt's hier noch den Wetterbericht. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Das bevorstehende Wochenende wird niederschlagsreich und stürmisch. Bereits der Freitag ist überwiegend bedeckt. Bei etwa 4 Grad sind am Mittag leichte Schneefälle möglich und danach lässt sich der ein oder andere Sonnenstrahl blicken. Der Samstag wird verregnet bei Höchstwerten um 7 Grad. Sonntag lässt der Nieselregen bis zum Mittag nach. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad und der Wind erreicht Spitzengeschwindigkeiten über 70 km/h.